herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Starforged. I win so in Starforged. Meine Güte, ich bin total durcheinander, weil gerade eben gab es so einige technische Probleme, ja, Computerabsturz, alles wieder halt irgendwie hochgefahren. Ich hoffe inständig, dass die Technik hält. Und ja, ich möchte aber ganz herzlich begrüßen, ne, die liebe Brigitte, ne, die als Blue Skies heute wieder mit am Start ist. Hallo. Genau. Ja, ich würde vorschlagen, wir lassen nicht viel Zeit verstreichen und wir legen direkt los mit dem Video, was beim letzten Mal geschah. Genau, und bei diesem Gedanken holt Alisa ihr Tablet hervor, so gibt die Kontaktdaten ein und schickt Blue Skies eine Nachricht. Wo sollen wir uns eigentlich treffen? Ich hätte jetzt Zeit. Es kommt eine Nachricht zurück mit einem Ort von einer, dem Standort von einer Kneipe an den Docks. In Ordnung. Ich bin sogar in der Nähe. Das sollte schnell gehen. Dann bis gleich. Ja, und bis gleich. Genau, und Alisa folgt der Beschreibung und kommt dann an dieser Kneipe an. Wie sieht diese Kneipe aus? Naja, von außen würdest du da nicht unbedingt reingehen wollen, sondern so, es schaut sehr abgeranzt aus. Draußen stehen ein paar Männer rum, die wahrscheinlich direkt an den Docks arbeiten, eher niedere Dienste verrichten. Und vielleicht prügelt sich sogar der eine oder andere. Okay. Ja, Alisa geht mal so ein wenig aus dem Weg heraus, so von den sich prügelnden Leuten und betritt dann dieses seltsame Etablissement. Ich meine, sie ist schon einiges gewohnt. Ne? Ich meine, sie hat ja selbst in den Kanälen gehaust, war ja selbst unglaublich abgeranzt, ist jetzt immer noch nicht irgendwie so die strahlendste Persönlichkeit. Aber ja, ich glaube, das ist schon lange her, dass sie so etwas gesehen hat. Sie war ja dann, als sie auf der Adrastea gewesen ist, dann doch recht behütet gewesen. Ja. Genau, ja, und dann geht sie hinein. Drinnen schaut es etwas anders aus. Aha. Also nicht so, wie die Fassade vermuten lässt. Es ist zwar noch immer ein gemischtes Klientel, aber doch auch höhere Ränge vom Militär und alles Mögliche, also auch Händler könnte man sich gut vorstellen, dass die auch da drinnen sind. Und es schaut eigentlich sehr sauber aus. Es schaut auch sehr durchmischt aus, was man dort kaufen kann. Also Getränke und Kleinigkeiten zum Essen. Mhm. Ja, dann hält Alisa mal Ausschau. So nach einem blauen Haarschopf. Du siehst sie in der Ecke so herwinken. Ah, ja, und dann so geht sie hin und lässt sich dann in den Sitz hineinfallen. Ah, es ist echt schön, dich zu sehen. Kann sich ja gar nicht vorstellen, was für unangenehme Gespräche ich gehabt habe. Bestell dir doch mal was zu trinken. Ja, was trinkt man denn hier so? Alles, was hier zusammenkommt. Ja, ich will halt nicht irgendwie seltsam auffallen oder so. Schau dich doch um und bestell was von einem der anderen Tische. Ja, sie schaut rüber und sieht so eine milchig-grüne Flüssigkeit, ja, die ebenfalls so im Glas herumwabert, weil
Wie eben auch schon im Wie, also in der Zusammenfassung gesagt, auf dieser ganzen Station herrscht nicht so eine hohe Gravitation. Und daher, ja, verhalten sich Flüssigkeiten auch recht anders. Und sie schaut dann zu Blue Skies, was ist das denn? Koste es einfach. Okay, dann gehe ich mal in die Bar und bestell dieses grüne Zeug. Ja, und dann geht sie rüber und bekommt dann wahrscheinlich auch von dem Barkeeper, ne, also wenn sie da so auf dieses Glas zeigt vom Nachbartisch, ne, dieses Getränk. Und sie probiert es und es schmeckt leicht nach Kräutern, nach Anis. Also man würde es vergleichen mit einem schlechten Absinth. Ja, und dann kommt sie mit dem Glas wieder rüber. Und was hast du jetzt so gemacht? Du hast gesagt, schlechte Gespräche. Ja, ich hatte dir ja kurz erzählt, dass ich eigentlich auf der Sparrowhawk gewesen bin, weil meine Auftraggeberin mich dorthin geschickt hat. Und jetzt musste ich ihr natürlich verklickern, dass sie, ja, dass ich das Schiff nicht mitgebracht habe. Und naja, und noch so andere Dinge halt eben. Am Ende ging dann doch alles aus, aber es war unglaublich nervenaufreibend. Ne? Und sie nimmt mal so einen großen Schluck, merkt, dass der Alkohol aber recht stark in ihrem Hals brennt und sie hustet dann einmal kurz auf. Schmeckt gut. Du wolltest ja auch noch einiges erledigen. Wurdest du denn. Hast du es denn hingekriegt? Naja, ich habe keinen neuen Auftrag, aber mir hat diese eine Sache auf dem Schiff keine Ruhe gelassen. Und sie schiebt zwei so Holokarten auf den Tisch mit Bildern drauf. Und soll ich beide direkt zeigen? Ja, kannst du Okay. beide verzeihen. Na, so, okay. Na, also einmal, upsie, Moment. Na, einmal folgendes Symbol. So, ich muss das ein bisschen zurecht machen. Und dann einmal dieses Symbol. Okay. Und sie schaut auf das eine Symbol. Ich weiß jetzt nicht, welches ist. Ja, so. das wir ja an der Uniform gesehen haben von diesen Typen. Das linke, das auf schwarzem Grund. Das haben wir doch an den Uniformen gesehen. Genau, jetzt weiß ich auch, woher mir das bekannt vorgekommen ist. Okay. Was ist das? Wo hast du das gesehen? Ich fange mal bei dem anderen Symbol an. Okay. Oh, Das jetzt bin ich ist. aber mal gespannt. Hast du noch was zu trinken oder brauchst du noch irgendwas? Ich hab noch. Alles klar, gut. Ich bin hier öfters. Ja, das Rechte, dieser Kreis, das ist die Sonne. Und darunter siehst du drei Schwerter. Das ist das Symbol von Blades of the Shining Imperium. So Okay. nennen sie sich. Sind nicht aus diesem Sektor, aber sie beherrschen einen anderen. Sie haben sich emporgekämpft durch Verrat an bestimmten Regierungsmitgliedern verschiedener Planeten. Und sie haben mittlerweile einen sehr großen Einfluss in diesem Sektor dadurch.
Sie werden auch von, naja, sagen wir mal, sie sind eine oligarchische Gesellschaft, eine Elite, die sie anführt. Okay. Und so viel ich rausbekommen habe, wollen sie irgendwelche Rohstoffe haben, um weiterzuwachsen. Naja, wer will das hier nicht im Fort? Aber das klingt ja jetzt nicht so, als wären es die sympathischsten Leute, ne? Nein, ich habe noch mehr rausgefunden. Scheinbar haben sie Spezialtraining für ihre Soldaten. Was genau, weiß ich nicht. Nur es soll vielleicht sogar Tote geben bei der Ausbildung. Okay. Also hoffen wir, dass wir der Elite nicht begegnet sind. Aber das denke ich nicht. Ich Ich habe denke auch gehört. auch nicht. Die hätten uns ja nicht sonst einfach so gehen lassen, oder? Also ich meine, wenn sie so ausgebildet sind, Ja, wie sie vor allem klingen. zu zweit. Zu Ja. zweit. Naja. Aber ich habe noch was anderes gehört. Das könnte vielleicht einen Aufschluss geben über das, wieso sie uns gehen lassen haben. Und zwar soll es momentan große Streitereien im Innern geben. Sogar die einzelnen Abteilungen, die einzelnen Militärränge sollen sich gegenseitig bekämpfen. Und da kommt das andere Symbol ins Spiel. Das sind die Hidden Knights, nennen sie sich. Okay. Und scheinbar haben die auch eine eigene Agenda. Kannst du dir denken, was? Nun, diese Fraktion zu bekämpfen und diesen Sektor für sich zu erobern? Das kann sein, aber sie suchen etwas. Sie suchen irgendein Objekt. Was genau, habe ich nicht rausfinden können. Aber das könnte mit dem USB-Stick zusammenhängen. Das, was sie auf der Sparrowhawk gefunden haben. Ich habe erfahren, dass die Sparrowhawk wohl auch andere Güter, irgendwas oder irgendwas anderes irgendwie transportiert haben soll. Statt nur, ja, Schrott, Ersatzteile, Raumschiffteile. Irgendwas anderes muss irgendwie noch auf dem Schiff gewesen sein. Es ist Retro-Fantasy, Genau. Retro-Science-Fiction. Ach, schön. Und was machst du jetzt mit dieser Information? Ich kann nicht viel damit anfangen. Aber vielleicht du. Ja, Vielleicht stimmt. findest du etwas, was mir auch nützen kann. Und das wäre? Ich denke, dir wird es auffallen, wenn du es findest. Jetzt sprichst du in Rätseln. Du bist auch sonst immer so eine direkte Person. Nun ja, Aufträge finden sich nicht meistens auf direkten Wege. Vielleicht findest du etwas, was nicht zu deinen Aufgaben gehört, zu einem Schwur, wo man doch vielleicht etwas mehr damit arbeiten muss. Vielleicht hat ja wer mal etwas verloren. Also,
Also für mich sind jetzt diese Informationen dahingehend wichtig, weil irgendwie, als ich von der Adrastea getrennt worden bin, auf ganz normale Art und Weise, ich hatte so einen eigenen Auftrag gehabt, scheint es, dass sie für diese Knights irgendwie gearbeitet haben oder für die anderen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollen sie mit daran beteiligt gewesen sein, diese anderen seltsamen Güter zu besorgen auf der Sparrowhawk. Vielleicht ist ja auf dem Stick eine Ladeliste für Güter, die nicht überall aufscheinen dürfen. Wenn wir nur eine Ahnung hätten, wo jetzt diese Typen hin sind mit diesem Stick. Was ich mich frage, vielleicht. Vielleicht war es ja direkt an Bord und sie haben es nicht gewusst. Vielleicht hat es wer mitgenommen, der sich noch retten konnte. Ja. Das wäre wahrscheinlich. Aber der Datenstick, der ist ja trotzdem wichtig. Dann würden wir einen Hinweis darauf bekommen, was es eigentlich ist. Und dann würde ich auch herausfinden, vielleicht, was Martha da eigentlich auf diesem Schiff gemacht hat. Was willst du machen? Vielleicht. Ich meine, vielleicht sollten wir uns noch mal hier auf Elysium umhören. Vielleicht ist ja noch irgendein Schiff hier angekommen. Ich meine, die nächste Station von der Sparrowhawk ist schließlich Elysium. Vielleicht befinden sie sich ja hier. Oder vielleicht weiß Frank irgendwie mehr. Und ich habe seine Kontaktdaten. Ich denke, wir sollten mit Ihnen mal vorher sprechen. Das ist eine hervorragende Idee. Ja, ne, und sie würde dann ne, in ihr Tablet, ne, die Kontaktdaten raussuchen und ihm dann schreiben, ne, so dass sie, ne, sich gerne noch mal mit ihm treffen würde. Und ne, weil sie Informationen hat, ne, über die Sparrowhawk-Crew und wann man sich denn treffen könne. Und dann dauert es eine kleine Weile und er antwortet ihr, dass es morgen passen würde. Jetzt momentan wäre er unterwegs, ne? Aber am morgigen Tag hätte er Zeit. Was sollen wir ihm denn schreiben, wo wir uns treffen? Vielleicht einfach auf der Medea? Dann kann er nicht so schnell weglaufen, wenn ich die Türen Das versiegel. wäre nicht schlecht, ja. Okay. Ja, und dann schreibt sie ihm. Und ja, ne, und dann haben sozusagen, ne, Alisa und Blue Skies noch ein bisschen Zeit. Am Abend. Und na, Alisa würde auch versuchen, so ein recht, ja, offenes Gespräch zu führen. Sag mal, Aaron, was ist eigentlich so dein Job? Ich bin Detektivin. Deswegen hast du die Informationen so schnell herausgefunden. Naja, ich bin öfters hier. Es ist Also. nun mal ein guter Knotenpunkt, um Leute aller Art zu finden oder neue Aufträge zu bekommen. Und hast du auch so etwas wie eine Detektei, wo man dich kontaktiert?
Ich meine, ich habe Ich diese hatte. ganzen alten Filme gesehen. Das ist schon spannend. Du meinst mit so einer Tür und Glas und. Ja, Nein. ich bin manchmal ein bisschen altmodisch. Ich hatte mal ein Schiff. Ich war Teil einer Crew, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Und wie erreicht man dich dann? Also Du woher hast. weiß man, dass du Aufträge annimmst? Ich zeig dir da mal einen Trick. Sie nimmt da ein Tablet, tippt drauf wild rum und drückt dann Bestätigung. Dann siehst du, wie ein Programm plötzlich zum Laufen fängt, wo lauter Kontaktdaten drinnen sind. Manche sind rot und manche sind grün. Warte mal gerade einen ganz kleinen Moment. Wir haben wohl irgendwelche Geräusche im Hintergrund, irgendwelche Techno-Beats. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo die herkommen sollen. Könnt ihr im Chat noch mal gerade sagen, ob die jetzt weg sind oder ob die immer noch da sind? Das Ach war nur die so. Vorstellung. Genau. Okay. Sehr schön. Weil ich hatte nämlich so ein paar Hintergrundgeräusche drin. Waren die denn so von der Lautstärke her in Ordnung? Oder ne, ich mache sie jetzt wieder rein, jetzt wo es ja quasi geklärt ist. Ne? Oder sollen die noch ein bisschen lauter halt irgendwie sein? Okay. Klingt, als wäre alles soweit in Ordnung. Genau, Entschuldigung, du musst nochmal das Ende halt nochmal ganz kurz sagen. Was weiß ich selber gerade? Ja, genau. Es kommt eine Liste mit lauter Kontaktdaten, die läuft runter. Und manche Namen sind rot und manche sind grün. Was hat das denn auf sich? Erledigt und nicht erledigt? Nein, das sind alles Privatdetektive. Ach so. Und warum dann der Farbcode? Nehmen gerade Aufträge an und manche nehmen sie nicht an. Okay. Die Grünen haben freie Kapazitäten. Wenn du wartest, genau hier, siehst du, da ist mein Name. Mensch. Naja, aber ich hatte bisher ja auch nicht die Notwendigkeit gehabt dafür. Nun, ja, und du sagtest, dass du ein Schiff hattest oder auf einem Schiff warst? Ich war Teil der Crew. Das ist wirklich lange her. Da habe ich nur einen Teil meiner Ausbildung gemacht. Den Rest habe ich mir selber beigebracht. Vermisst du sie manchmal oder? Ein wenig. Aber ich lerne so viele Leute kennen. Sag mal, was hast du eigentlich auf der Sparrowhawk gemacht? Wie gesagt, ich wollte hierher. Ich war gerade fertig mit einem Auftrag und brauchte eine Mitfahrgelegenheit. Und dann flog die Sparrowhawk von dem besagten Ort dann zufällig hierher. Okay. Ja. Okay. Ja, ich habe gedacht, vielleicht hättest du irgendeinen spannenden Job auf der Sparrowhawk gehabt oder so. Nicht, dass du dann mir davon erzählt hättest oder so oder dürftest oder, aber man kann ja mal fragen. Ach, so aufregend war es nicht. Bis natürlich die Sache passiert ist. Ja, die Sache. Gott, ich bin ja ehrlich gesagt ziemlich froh, dass wir da lebend wieder rausgekommen sind. Ja, meine Jacke sollte ich auch mal wieder reparieren lassen. Oder eine neue besorgen. Sieht ziemlich abgeranzt aus. Und Ja. sie zeigt selbst so ihren Ärmel, der halt auch nicht besser aussieht. Und fängt dann an zu lachen. Ja.
Gehört das nicht hier so ein bisschen hin nach Elysium? Ja, es passt gut hierher. Ja, dann, ne? Was Würden. hast du noch so vor, wenn du dein Crewmitglied oder wie willst du das bezeichnen, gefunden hast? Die Frau, die du suchst, Martha? Naja, sie ist viel mehr als das. Sie ist ja eine gute Freundin. Man könnte schon fast meinen, fast so etwas wie eine Mutter oder eine große Schwester. Und sie und Melroy hatten mich aufgenommen. Und nun, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da irgendwie vor sich geht. Zum jetzigen Zeitpunkt natürlich will ich wieder zurück zu meiner Crew und ja, und ebenfalls, wir waren auf, ja, auf, wir haben das All entdeckt. Wir sind unbekannte Routen geflogen, um herauszufinden, was sonst noch alles da draußen ist. Und das war sehr aufregend, manchmal auch langweilig. Aber auch wenn man immer irgendwie an so einem Minimum gelebt hat, es war einfach mein Zuhause und das würde ich gerne weiterhin tun. Du willst eine Familie finden. Ja. Verstehe ich. Ich glaube, ich habe einen Anhaltspunkt, wo sie sich aufhalten könnten, zumindest Martha. Der Captain, also Frank hatte mir noch erzählt, dass der Captain von der Sparrowhawk die Besatzung in Kapseln weggeschickt hat. Warum warst du nicht in einer dieser Kapseln? Ich habe versucht, ihnen die Flucht zu ermöglichen. Und bist dann sozusagen zurückgeblieben. Das ist So sehr ist es. aufopfernd. Naja, von ihm her. Tycho wollte er nicht. Nicht in so eine Kapsel, oder? Nein, er wollte nicht weiter. Okay. Ich denke, er hat gemerkt, dass die anderen sehr große Angst hatten und dass wir etwas tun müssen. Wo hast du ihn eigentlich aufgegabelt? Er war ein Geschenk von der Crew, von der wir vorhin gesprochen haben. Beziehungsweise von einem von ihnen. Er ist auch vom Forge ein wenig verändert, oder nicht? Ein bisschen, er ist eine Cloakhead. Ja. Eine leuchtende, glühende kleine Katze. Ich hätte vorher noch nie solche Tiere gesehen. Ich auch nicht. Deswegen war ich schon ein wenig überrascht gewesen. Sehr interessant. Ja, und Alisa würde mal so eine Hand Richtung Tycho und damit die Katze mal an ihrer Hand schnuppern kann. Hallo. Wie fühlst du dich denn? Ja, Alisa ist. Also, ne, wenn Tycho das ja erspürt wird, also dass Alisa momentan so eine Dauerangespanntheit hat, die aber so eher im Hintergrund ist. Also jetzt momentan fühlt sie sich eigentlich gut,
außer natürlich, dass sie sich Sorgen macht, ja, um das, was sie eben auch so erzählt hat. Und das ist so eine, ja, so ein leichtes Dauerschwingen irgendwie, was natürlich im Hintergrund ist. Ja, aber bei weitem nicht so gestresst wie zum Beispiel bei der Flucht auf der Sparrowhawk. Ja, so. Genau. Na, ich denke mal, dass Tycho an der Hand riechen würde, dann von der Schulter runterklettert und sich langsam auf deinen Schoß setzt, dass er sich streicheln lässt. Ja, und dann kommt dann so von. Ich hab hier einen netten Gefährten. Sam muss nicht eifersüchtig sein. Und sie beugt sich so rüber zu Blue Skies. Sam ist manchmal ein bisschen eifersüchtig. Und dann Wer kommt. von den Bots war Sam? Das ist meiner. Okay. Ne? Ich dachte, alle gehören jetzt zu dir. Nein, 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 nein. Ich habe, also ich kann bei weitem nicht so viele Bots auf dem Schiff haben. Ja, Sam, ich weiß, wir haben keinen Platz und ja, wir haben auch nicht so viel Energie und ja, und egal. Also ich habe die anderen Bots habe ich Slater, also meiner Auftraggeberin, gegeben. Sie kann sie sehr gut gebrauchen, weil ja, sie nimmt alle möglichen Reparaturen an und wird dann auch die Medea jetzt wieder weiter reparieren. Also du hast sie als Bezahlung dort gelassen. Ja. Ich meine, wie schon gesagt, also ja, es ist halt, es sind halt sehr viele und man muss sich auch ein wenig um sie kümmern. Also man kann sie nicht einfach nur so ihre Arbeit irgendwie machen lassen. Sie haben. Ja, Sam, ich weiß, du hast so etwas wie. Gefühle? Ein Programm. Zumindest Sam hat so ein Programm, dass er Emotionen imitiert. Aber manchmal fühlt sich das sehr, sehr echt an. Sehr, sehr echt. Wahrscheinlich genau das Gegenteil, wie wenn man mit so einer überempfindlichen Katze unterwegs ist. Das könnte schon sein. Aber wir haben gute Unterhaltung, er hilft mir bei meinen Reisen und du solltest dir nur nicht seine Witze anhören. Ja, ich weiß, Sam, meine Witze sind auch nicht besser. Darüber haben wir schon gesprochen. Ja, und sie würde halt, ne, die Glow Cat weiter streicheln. So. Ja. Schaut ganz lustig aus, wenn du so übers Fell streichst, verändert sich jetzt mal die Farbe, ein bisschen wie so eine Lavalampe. Was bedeutet das denn eigentlich? Ich denke, er möchte deine Anspannung lösen. Okay, meine Anspannung? Ich bin an. Ja, okay, mir ging's schon tatsächlich mal besser, das ist richtig. Interessant. Er ist sehr feinfühlig. Er kann gut erspüren, was Menschen wirklich fühlen, ohne dass sie es selber wissen. Also ist sehr praktisch. In der Tat. Hast du ihn schon mal für irgendwas eingesetzt, für deine Arbeit? Was glaubst du, wieso ich so gut in Verhören bin?
Nun, das wusste ich jetzt noch nicht über dich, aber das würde so einiges erklären. Entweder so oder so. Ja, du kannst sehr durchschlagende Argumente haben. Meistens brauche ich diese nicht. Na gut. Ja, und Alisa hebt das Glas, ne, und stößt dann mit Aaron an. Dann darauf, dass wir beide das finden, was wir suchen. Darauf, dass wir alles finden. Und vielleicht sogar mehr. Genau. Ja, und dann würden sie so den Abend ausklingen lassen. Ne, außer du möchtest noch irgendwie was machen. Ne, so. Okay. Und ja, und am nächsten Tag. Ich denke, sie haben verabredet, dass Aaron schon was früher auf die Medea kommt. So, sollen wir noch irgendwas absprechen? Was weißt du denn über ihn bis jetzt? Naja, er. Also er sagt, dass er für diese Leute wohl gearbeitet hat. Deswegen haben sie ihn auch als Verräter bezeichnet. Und er möchte aber nichts über sie erzählen, weil er sich und in diesem Fall auch mich irgendwie schützen möchte. Das ist zumindest das, was er gesagt hat. Ich denke, er will eher mehr sich selbst schützen. Ich denke, wir müssen ihm da etwas mehr auf den Zahn fühlen. Also, wenn jemand das kann, dann bist du es. Ich hoffe, ich kann hier nützlich sein. Wir werden sehen. Ja, und dann, ne, so kommt dann tatsächlich auch irgendwann Frank angeschlendert. Und man hört so ein Bzzzt. So vorne im Cockpit. Und Alisa steht auf, ne, drückt an der Eingangslupe, ach meine Güte, Luke, den Knopf. Und diese geht dann mit so einem Zischen, ne, von unten nach oben auf. Ja, und ja, Frank kommt rein. Oh, Frank, gut, dass du da bist. Ich hab dir einiges zu erzählen. Und Aaron ist ebenfalls da. Hallo. Ja, also er guckt so ein wenig, na, also dich abschätzend an. So nach dem Motto, warum ist sie jetzt da? Ne? Kommt aber hinein. Und wir setzen uns in. Ja, also man geht dann durch so einen Gang und bevor man ins Cockpit kommt, gibt es nochmal so einen, ja, so einen Bereich, wo eine ganz kleine Crew, ne, so sich aufhalten kann, mit einem runden Tisch, mit Schubladen, ne, also die aber wie im Flugzeug, ne, so mit einer Klappe nach oben aufgehen, wo man einiges, ne, so auch an privaten Dingen, Dankeschön, wo man einiges an privaten Dingen aufbewahren kann. Und dann, ja, ne, setzen wir uns halt so an den Tisch. Also Frank. Ich habe herausgefunden, weil du wolltest ja wissen, was mit der Crew der Sparrowhawk geschehen ist. Und ich habe herausgefunden, dass die Kapseln wohl
auf einem Eisplaneten gestrandet sein sollen. Und ich habe auch die Koordinaten dieses Planeten. Die Route ist noch nicht irgendwie bekannt, also es kann eine ziemlich ungemütliche Reise werden. Aber so. Und was auch noch ebenfalls beunruhigend ist, dass bestimmte Suchtrupps nicht wieder aufgetaucht sind. Oh, das sind ja ganz hervorragende Neuigkeiten. Das, ja, da könnte ja auch, ne, wie ich ja schon gesagt habe, deine Martha mit dabei sein. Ja, vollkommen richtig. Du, Frank, das ist aber nicht alles, was ich dir sagen wollte. Jetzt, und er schaut wieder zu Erin rüber. Jetzt bin ich ein wenig beunruhigt. Also, Frank, du hast ja gesagt, dass du für eine, also für diese Organisation gearbeitet hast. Die mit diesem Symbol. Ja. Sie haben jetzt diesen Datenstick. Und es ist unglaublich wichtig, dass ich herausfinde, was auf diesem Stick drauf ist. Nun, da kann ich dir nicht helfen, das habe ich dir schon gesagt. Wurden die Daten irgendwohin kopiert? Gute Frage. Ich würde mal sagen, es ist einiges an Zeit vergangen. Ja, wir haben den Chat sehr lange warten lassen, so auf einen Würfelwurf. Wir fangen mal mit was ganz, ganz Einfachem an, nämlich, dass man das Orakel befragt. Ja, so nämlich mit einer Ja- oder Nein-Frage. Und wir vorher jetzt dann aber, ne, auch so ein bisschen, ne, da könnt ihr auch mitmachen im Chat, ne, so ein bisschen ausdiskutieren, wie groß ist denn die Chance, dass diese Daten nochmal sozusagen als Backup irgendwo noch da sind? Ne? Und ob Frank das überhaupt weiß, das ist halt klar. Was meinst du, Brigitte, von der Wahrscheinlichkeit her? Ab 100, likely? Ich glaube, dass der Frank sie da irgendeine Sicherheitskopie gezogen hat. Hm. Ja, dann machen wir das doch mal mit dem likely, ne? Und dann ist der ja, dann ist der Chat jetzt dran, ne? Einen W100, also jeder von euch würfelt einen W100, ne? Wer schneller ist, ne? So, das ist dann das Ergebnis. Also ran an die Würfel und auf geht's. Sechsundsechzig, genau, das ist niedriger und er hat tatsächlich eine Kopie gemacht, von der wir ja jetzt zwar noch nichts wissen, ja, also wir als Charaktere, aber er weiß es zumindest. Ja. Ja, das ging alles so schnell, dass da war ja gar keine Zeit. Also der Captain hat mir diesen Stick irgendwie in die Hand gedrückt und gesagt, ich soll darauf aufpassen. Ja, und dann war ich umringt von irgendwelchen Chitons und so. Ich schau mal die Katze an. Es ist, muss ich was würfeln? Weil charged ist ja noch nicht. Der charged in der Action. Warte mal. Was steht bei deiner Glowcat drauf?
Your cloaked companion receives the inner emotions and intentions of people and creatures in its vicinity and embodies those impressions through the colors and intensity of its luminescence fur. When you secure an advantage by studying the cloaked's reaction in a charged interaction, add plus its health. Genau, und deine Glowcat, ne, die hat ja 3 Leben, die hat ja bisher noch keinen Schaden, ne, würde ich jetzt mal sagen, bekommen. Deswegen würde da ein +3 drauf kommen. Und wir schauen uns jetzt auch nochmal an, was dieser Move Secure an Advantage eigentlich macht. Ne. So. Also, when you assess a situation, make preparations or attempt to gain leverage. So, ich würde mal sagen, dass das Letzte eigentlich recht, ne, offensichtlich irgendwie vielleicht wäre. Ne, was meinst du? Mhm. Ne, oder assess a situation ist es ja auch. Also, du willst halt... Genau, du beobachtest die Katze und versuchst halt herauszufinden, ob er sozusagen lügt oder nicht. Das wäre ja jetzt genau. gut, ne? Mhm. Genau, richtig. Ja, so, was jetzt passiert ist nämlich, dass der Chat, ne, so, jeder würfelt jetzt einen W10, ne, so, und schickt das Ergebnis einfach in den Chat rein. Und dann, ne, wird die Brigitte dann einen W6 würfeln. +3, ne, von dem Leben von der Glowcat. Genau, und auf was gehen wir denn? Speed brauchen wir nicht, Resolve Command. Was Social Ability, das eher, oder? Das zweite. Würde ich auch sagen. Mit wobei, Hard dann dazu. Nee, so wie... Moment. When you secure an advantage by studying the Glowcat's reaction in a charged interaction at its health. Ich glaube... Ich meine, Mr. Norman kann ja korrigieren, ja. Aber ich glaube, dass das dann sozusagen stattdessen ist und nicht noch ein Plus obendrauf irgendwie gibt. Ne, so, weil das ja eigentlich schon ein sehr hoher Modifikator ist. Sehr gut, wir haben schon mal eine 1 und eine 3. Ja komm, dann ist doch egal eigentlich, was du würfelst, ne? Und es ist eine 5, also 8 insgesamt. Genau, 8 insgesamt. Die 8 schlägt die 1 und die 5. Und dann wären wir bei einem Strong Hit. Das heißt... Du nimmst jetzt beides, also du bekommst jetzt +2 Momentum, ne, das kannst du dir auf deinem Charakterbogen eintragen und du bekommst ein +1 on your next move. Und jetzt könntest du zum Beispiel so etwas machen wie, ja, dass, ne, dass du darauf reagierst, jetzt egal wie, ne, also dass du versuchst ihn zu überzeugen, ne, auf die ein oder andere Art und Weise. No. Sitzen wir in einzelne Sesseln rundherum oder wie hast du dir das vorgestellt? Also es gibt wie ein gut ausgestellt. Genau, also es gibt, das ist so eine Rundbank, ja, so die sich ne, so, die so um diesen runden Tisch herum geht. Es gibt aber auch einen festmontierten gemütlichen Sessel. Festmontiert, damit der natürlich nicht, wenn es mal ein ereignisreicher Flug wird, ne, der so durch die Gegend rutscht. Genau. Ich schaue uns so an. Frank. Legt die Hand auf seine Schulter. Frank, ich glaube, du erzählst uns nicht die Wahrheit. Wir hatten doch genug Zeit, um ein kleines Backup zu machen. Bist du dir sicher, dass es so etwas nicht gibt?
Ja, und dann mach jetzt mal bitte ein Kompell. Ja. Wie wirkst du denn? Wirkst du jetzt eher so, dass du das mit einem gewissen Charme sagst, ob du das mit einer Drohung in der Stimme meinst? Also. Ich würde sagen, in dem Fall eher mit einer Drohung. Okay. Dann würdest du plus Iwin würfeln, plus 1. Bekommst du noch oben drauf. Ne? Und wir brauchen vom Chat jetzt auch wieder 2 W10er. Ach, Abronat, ich finde deine Würfelergebnisse echt sehr charmant, ne? So, einen zweiten Würfel brauchen wir noch. Auch 4. Okay. Okay, gut. Ich habe eine 5, also Ein, plus 3, genau, also ein, plus 2 Iron und 1 von vorher. ja, 8. das ist ganz, ganz hervorragend, weil das ist nämlich jetzt ein Strong Hit und viel mehr, weil die Challenge-Würfel ein Pasch gewesen sind, ist das jetzt ein ganz, ganz besonderer Erfolg. Also, Frank, ach ja, fuck, natürlich habe ich eine Kopie gemacht. Meinst du, ich lasse den Kerl gehen, er lässt mich halt zurück, ja, so, und habt alle Daten halt nur auf einem einzigen Stick drauf? Nee, so bescheuert bin ich nicht. Das haben wir Aber doch gedacht. wofür braucht ihr das denn? Ich habe es mir Hast du dir zumindest noch. angesehen? Nein, ich habe es mir noch nicht angesehen. Dafür gab es wirklich. Also, ich wollte. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich was dran gehindert. Und jetzt spürt Tycho so eine. Ja, fast eine Ängstlichkeit von ihm ausgehen, die aber nicht deiner Person gewidmet ist. Er hat Angst vor was anderem. Ne, ganz eindeutig. Ja, ich weiß nicht, irgendwas hat mich zurückgehalten, da drauf zu schauen. Hast du Angst vor dem Virus oder dass du getrackt wirst? Nein, ich. Hey, ihr wisst nicht, was für Typen das sind. Was die. Wie Weißt du, was eiskalt. sie suchen? Nein. Das denke ich, würde man auf dem Stick sehen. Und Das denke er. ich auch. Ne, und er, dadurch, dass wir ja jetzt einen Pasch haben, ne, diesen mega, mega tollen Erfolg, ne, greift er in seine Tasche. Und legt einen klassischen USB-Stick auf den Tisch. So, wenn man diesen aber öffnet, sieht man, dass der Anschluss ein kleines bisschen anders ist, nämlich dass vorne so eine leuchtende Diode ist. Ja, so, und man im Grunde ne, diesen Stick nur in die Nähe eines Datenpanels richten muss, damit die Daten abgelesen werden können. Der USB-Stick. Ja. Bluesky greift hin, Hand drauf und zieht ihn weg. Danke. Ja.
Ich will zumindest aber mitwissen, was drauf ist. Wir schauen es uns jetzt an. Ich schau mal so, Alisa, wie gut abgesichert ist dein Schiff? Sam? Ja, so und Sam meint dann so. Also Sam sagt, er könnte das möglich machen. Dass es ziemlich gut abgesichert ist, denke ich mal. Und ne, Sam fliegt dann so zu dieser Konsole. Und man hört es von der Konsole als auch von Sam halt, ne, wild piepen. So während er mit einem bestimmten Werkzeugarm, ne, sich, also wie so ein Knopf vorne, ne, so einwählt und ja, es aufgeregt am Leuchten ist, viele, viele Zeichen auf dem Display zu sehen sind, so schnell, dass, also ein Mensch würde das prinzipiell auch so einprogrammieren können, aber einfach deutlich langsamer. Ja. Und ich würde mal sagen, wir machen noch mal ein Secure in Advantage, weil wir machen ja sozusagen Vorbereitungen. Ob du darfst dir übrigens noch ein Momentum nehmen, ne? Ein Plus eins eben von diesem Strong Hit. Da bin ich bereits voll. Ja, sehr gut. Und ja, also wir machen den genau, also wir machen Vorbereitungen, dass das, was wir gleich abspielen, auch wirklich, ne, unter Verschluss ist und auch wirklich sicher ist. Und dann habe ich nämlich hier diesen, also mein Utility-Bot. Ich zeige das auch mal gerade. Und your Utility-Bot Companion has helpful tools at hand. Also ich mache das ein kleines bisschen größer für euch. When you make a move by directing it to access a system, cut through an obstacle, analyze a mechanical issue or assemble or disassemble a device, roll itself. Also plus itself and take plus one momentum on a hit. Genau. Und ja, er versucht jetzt das System, ne, so zu sichern. Und genau, und ich würde jetzt dann statt hier diesen Werten, ne, so diese plus vier von seinem Health nehmen. Also auf mein zusätzliches Würfelergebnis, klar. Genau, lieber Chat. Mal schauen, ob Sam gute Arbeit macht, ne? Naja, das Glück musste ja irgendwann mal vorbei sein, ist ja klar, ne? Okay. So, ich glaube, Monix, schön dich übrigens hier zu sehen. Ja, so, von dir haben wir noch kein Würfelergebnis genommen. Deswegen nehmen wir doch mal diese beiden Extremen, 9 und 1. Ja, und genau. Dann mal gucken, was es wird. Also ich habe ja schon mal ein plus 4 drauf. Und dann würfel ich jetzt ein W6. Und es ist eine 10. Ja. Heute läuft es gut. Yes. Heute würfeln wir bis jetzt gut, ja? Ja. So, dann hätten wir einen Strong Hit. Und dann nehme ich natürlich plus 2 Momentum. So. Upsi. Und dann bekomme ich ja auch noch, also von dem Utility-Bot, noch ein Momentum obendrauf. Ja, ich weiß noch. So.
Und on a strong hit with a match war es ja nicht. Genau. Okay, aber ne, das ist ja schon einiges. Und ich bekomme ein plus 1 on your next move. Ne? Okay. So. Ja, also Sam, ne, ist drauf und dran. Diese, also die Leitung sozusagen zu sichern. Und dann ne, fängt er dann ne, kurz an. Sam ist fertig. Wir können ihm den Stick geben. Ne, und er kommt so angeflogen. Er hält den Stick hoch. Ja, und ne, so mit so einem Greifarm ne, schnappt er sich ne, den Stick, fliegt dann wieder zurück zu der Konsole, aktiviert den Stick und eine Vielzahl an Daten plöppt auf. Ja, auch wieder in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und jetzt ist die Frage, was wir auf diesem Stick finden werden. Und da würde ich sagen, fragen wir Orakel, oder? Oder? Ja, ne? Ja. Ja. Okay, so, jetzt müssen wir nur mal schauen, was ist denn... Jetzt nur geschaut, ob der Chat vielleicht eine Idee hat. Ja, genau. Lieber Chat, das ist eine Danke, Brigitte, super. Schmeiß doch mal in den Chat ein paar Stichpunkte rein. Na, also es müssen ja jetzt also keine mega ausgearbeiteten Sachen sein, sondern einfach ein paar bestimmte Worte, ne, die vielleicht einen Zusammenhang bilden könnten, was auf diesem Stick irgendwie drauf ist. Ja, genau. Kochrezepte. Kochrezepte. Das klingt schon mal gut. Sprungkoordinaten, finde ich cool. Finde ich cool. Oh, auch nicht schlecht. Hier ist jemand ganz kreativ, merke ich, ne? So, wir warten noch ein kleines bisschen für ne, so zwei weitere Ideen. Und dann gucken wir mal. Sehr, sehr schöne Idee. Meine Güte, Brigitte. Der kam ganz schön her. Ja. Ja, sehr cool. So, ich schau mal gerade. Was für Arten von Orakel es gibt, die so ein bisschen in die, also so in die Richtung gehen. Und dann kann man nämlich schauen, was von diesen Ideen da am ehesten dann sozusagen zutrifft. Ja, so, dann würden wir das damit dann füttern. Okay, ich gucke mal gerade hier bei dem Theme. Ne, weil, also es gibt ein Thema, es gibt zum Beispiel auch ein Descriptor, also eine, so etwas, was ne, so eine Beschreibung halt sozusagen gibt. Und Fokus. Also ich würde mal sagen, wir würfeln einmal auf Theme und einmal auf Descriptor.
und gucken dann mal, was dabei dann sozusagen rauskommt und versuchen dann die Ideen, die hier im Chat waren, darauf umzumünzen, sozusagen, also was am besten passt. Genau. Okay, also ein W100 bitte von euch. Neununddreißig. Da hätten wir Greed. Ja, also Passt schon mal gut passt schon mal. zur Fraktion. Genau. So, und dann Descriptor. Vielleicht müssen wir noch eins mit dazu nehmen. Das kann ja sein, ne? Neunundzwanzig. Da hätten wir Decaying. Ah, okay. Gut, ich guck noch mal gerade. Also Greed, Decaying und dann nehmen wir noch einen Fokus mit dazu. Fünfundfünfzig. Monument. Ah, sehr schön. So. Das. Also, ich weiß nicht, was du denkst, aber das schreit doch so ein bisschen danach. Dass es irgendwo. Also, dass diese Organisation auf jeden Fall ein Monument finden möchte. Und das kann ja so, also wenn ich hier bei dem Chat halt gucke, und das kann ja so ein ganz altes Raumschiff zum Beispiel sein, also von ein Raumschiff, was wir bisher noch nie gesehen haben auf diese Art und Weise. Also eine Struktur, eine Form, eine ja, Datensätze, die selbst Sam nicht versteht. Also. Oder aus einem Material ist, was man nicht mehr verwendet. Genau, richtig. Ja. Ja. Und das dritte war. Ah ja. Und Decaying würde ja passen, dass es vielleicht irgendwo liegt. Und. Ja, sozusagen so langsam zerfällt, weil keiner irgendwie, also weil, wie schon gesagt, weil es ja so ein Artefakt halt irgendwie ist. Ja. Genau, Chat. Seid ihr damit zufrieden oder habt ihr da noch irgendwelche Dinge, womit man die Lücken halt sozusagen füllen könnte? Und die versprechen sich natürlich davon, dass die das große Geschäft irgendwie damit machen, ne? Dass die das zuerst finden. Dass vielleicht einige auf der, genau, Vielleicht als Druckmittel gegenüber der Hauptorganisation von den Blades of the Shining Imperium, weil die suchen ja Elemente. Richtig, richtig. Ne, ein Forge-Artefakt, dem der Strom ausgeht und das in kurzer Zeit das gespeicherte Wissen verloren hat. Ja, also das ja, kann ja sein, dass dieses Schiff, ne, oder dieser Ort vielleicht, ne, so kaum noch Energie in sich trägt und dass so die letzten Energiesignaturen gewesen sind, die aufgegriffen werden konnten. Ja, vielleicht hat es ja auch Hilferufe abgesendet, das Stimmt. Programm. Stimmt. Ja, in einer Sprache, die man
die man gar nicht erstmal verstanden hat. Und dann musste man das irgendwie dekodieren. Ja, so, und das irgendwie erstmal als Hilferufe ja, verständlich machen. Ja, ja, ich würde mal sagen, dass wir auch mal schauen, also auch nochmal das Orakel befragen, ob es jetzt wahrscheinlich ist, also weil auf dem Stick sind diese ganzen Daten von diesem Forge-Artefakt, die Hinweise darauf geben, von einer fremden Technologie, die irgendjemand ja irgendwie geschaffen haben muss, an einem für uns unbekannten Ort, ob dieser Ort ebenfalls hier in diesen Daten vorhanden ist. Und ich denke mal, dass das eigentlich sehr likely ist, oder? Weil ansonsten wüsste man ja auch nicht weiter. Ja, wir können einfach auch sagen, dass der Ort ebenfalls vorhanden ist, oder? Ja. Aber die Frage ist eher, ist er weit weg oder ist er nahe? Oh, sehr gut, sehr gut. Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Da kann man nämlich zum Beispiel auch gucken. Nämlich mit Norman, das wäre vielleicht interessant, wenn es eine Verbindung zum Eisplaneten geben würde. Ja. Wobei natürlich die, also das ist richtig, ne? So, wobei ja die Kapseln auf diesen Eisplaneten, also es klingt zumindest so, ja, zufällig irgendwie draufgefallen sind. Ne? Aber wir können ja, wir haben jetzt einige Fragen, die wir jetzt einfach mal per Orakel fragen können. Ne? Und dann schauen wir mal, was rauskommt dann dabei. Also, ist es auf diesem Eisplaneten, also ebenfalls, sollen wir da mal 50-50 sagen? Stimmt. 50-50 oder höher? Oder höher, ne? Weil ich finde jetzt auch nicht uninteressant, was Abronat auch schreibt, ne? So, dass, also so könnte man ja wirklich die Verbindung hinkriegen. Ja, 75. Mhm. Okay, so, dann auf wie geht's. Voll der flotte Würfler, voll gut. So, 58, genau. Okay, also, die Informationen zeigen, dass es sich tatsächlich in der Nähe dieses Eisplaneten befindet. Huh. In der Nähe oder auf dem Eisplaneten? Eine sehr gute Frage. Wobei, wahrscheinlich ist es... wir machen es mal interessant. Ja, so 50-50 jetzt. Für, ob es auf dem Planeten ist. Also, wenn unter 50 ist, ist es auf dem Planeten. Wenn über 50 ist, ist es in der Nähe des Planeten. Ja, hervorragend. Okay, dann ist es auf dem Planeten. Hm, tatsächlich. Das ist ja... Seht ihr das auch? Irgendwie ist alles miteinander verknüpft. Die Kapseln auf diesem Planeten, dann...
dass sich dort irgendeine fremde Technologie befindet? Weißt du noch mehr über diesen Planeten? Nein, ich weiß nur, dass er eine sehr dünne Atmosphäre hat und dass es dort wohl keine Siedlung gibt, zumindest keine Bekannten. Und ne, Sam meldet sich zu Wort. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Also Sam meint, dass die Gravitationswelle durch den Hilferuf des Konstrukts ausgelöst worden ist. Und dadurch wurden die Kapseln angezogen? Richtig, richtig. Da frage ich mich nur, warum jetzt? Vielleicht hat ja schon irgendjemand dieses Artefakt gefunden und hat es irgendwie aktiviert. Oder es ist kurz davor, sich abzuschalten. Ja, und hat deswegen sowas wie eine Zeitschaltuhr oder so etwas. Okay. Ja, und Frank, ne, so. Aber was wollen die mit diesem Artefakt? Das ist eine gute Frage. Ich habe nur von Gerüchten gehört. Erzähl mal. Und ja, sie sollen... Die Hidden Knights sollen sich abspalten wollen. Es gibt innere Streitigkeiten im Imperium. Vielleicht brauchen sie es. Vielleicht wollen sie ein Druckmittel oder sie wollen irgendetwas anderes damit anstellen. Vielleicht kann es ja auch als Waffe verwendet werden. Das kann auch sein. Das wäre denkbar schlecht. Nun, das Gute ist, behaltet das. Ich will damit nichts zu tun haben. Frank, bist du sicher? Ja, ja. Je weniger, ich hab dir ja schon mal gesagt, je weniger ich weiß, desto besser. Und trotzdem wolltest du es sehen, was drauf ist. Du bist ein Mann voller Widersprüche. Ich bin auch neugierig. Ja. Trotzdem mag ich meine eigene Sicherheit. Ich schaue so notdürftig zusammengeflickt an. Ja, Sicherheit. Hey, was soll denn das? Du hattest Glück, dass wir da waren. Naja, das ist schon richtig. Aber... Naja. Ich habe auch den anderen geholfen. Ohne mich wären die Kapseln nicht, hätten nicht losfliegen können. War nämlich irgendwie so ein Fehler drin. Die wollten zuerst nicht starten. Und, naja, irgendjemand musste ja zurück, ne? Die wollten nicht starten? Ja, da gab es irgendeinen Fehler auf dem Schiff. Ist ja auch nicht normal. Nun, also die Sparrowhawk, die war verdammt alt. Und da ging schon so einiges nicht mehr. Wir hatten zwar den Lagerraum und die Werkstatt voller Ersatzteile, aber wir hatten mehr kaputtes Zeug, als wir gebrauchen konnten. Naja. Ich bin auf jeden Fall froh, von diesem
Frachter halt irgendwie runter zu sein. Ich würde mal vorschlagen, dass wir, weil ich meine, wir unterhalten uns ja ganz gut mit ihm. Und ich habe ja zumindest schon mal eine Connection mit ihm. Und es könnte ja natürlich sein, dass, durch diese Informationen, die wir austauschen, auch über diese Organisation, diese Connection, ne, etwas dicker wird, sozusagen. Und dann würde ich jetzt mal auf Develop Your Relationship gehen. Und, ne, also when you reinforce your relationship with a connection by doing any of the following. Swearing a vow to undertake a perilous quest in their service. Completing a quest to their benefit. Leveraging their help in desperate circumstances. Giving them something of worth. Sharing a profound moment. Standing with them against hardship. Overcoming a test of your relationship. You may mark progress per the rank of the connection. Also ich würde schon sagen, dass das in gewisser Art und Weise ja zutreffend ist, ne? Mit dem Leveraging their help in desperate circumstances. Weil ich meine, ohne ihn hätten wir ja diesen Stick ja nicht bekommen. Mhm. Und eigentlich haben wir ihm ja auch etwas von Bedeutung gegeben. Also etwas, das einen bestimmten Wert hat. Ne, indem wir durch, also auf sichere Art und Weise, uns die Dateien auf dem Stick angeschaut haben. Weil ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt schon wieder eigentlich nicht so ganz die Wahrheit sagt. Und er sich die Daten nicht angeschaut hat, weil er Angst hatte, dass er vielleicht überwacht werden könnte. Mit Sicherheit sogar. Ja, ja, dann würde ich einfach mal in diesem Bezug, ne, weil wir haben Dangerous. Und bei Dangerous ist es so, dass man zwei Sternchen bekommt. Ja, also das wäre dann Sternchen. Und da wir ja zwei Punkte abgehandelt haben, nehmen wir dann insgesamt vier Sternchen. So, also die Connection zu Frank wächst ebenfalls. Ne? Langsam, aber stetig. Und auch, wobei warten wir noch gerade ein bisschen. So, genau. Ja, also ich werde auf jeden Fall, sobald die Medea repariert ist, werde ich mich auf die Reise zu diesem Eisplaneten begeben. Alleine? Ich bin das gewohnt. Was brauchst du noch dafür? Ich bräuchte irgendwas, das verhindert, dass ich ebenfalls einfach so auf diesen Planeten gezogen werde, ohne wieder zurückzukommen. Allerdings kenne ich mich in diesen technischen Aspekten nicht aus. Du sagtest doch vorhin etwas, dass dein Schiff repariert wird. Ja, Slater könnte da vielleicht Ahnung haben. Also ich habe keine Ahnung, sagt Frank. Ich, die Damen, ich mache mich dann auch mal vom Acker. Ne? War, und er guckt halt wieder so zu Aaron rüber, war nett, euch wiedergesehen zu haben. Wir werden uns sicher wiedersehen. Ah ja. Irgendwo. Ich werde versuchen, mich nicht in Schwierigkeiten zu bringen.
Das wäre gut. Ja. Ey, und wenn du die Kuh findest, dann hoffe ich, dass du sie wieder mitbringen kannst. Ja, das hoffe ich auch, Frank. Natürlich. Wenn du was brauchst, sonst noch, dann. Ich kann nicht versprechen, dass ich helfen kann, aber. Ich kann es versuchen. Klingt gut. Dankeschön. Ja, und dann macht sich Frank vom Acker. Ja, Ich ich würde denke. sagen, du brauchst auch Ausstattung für den Planeten. Oder bist du auf einen Eisplaneten hier eingestellt? Stimmt. Tatsächlich. Und sie guckt so an sich runter. Nein. Oh Gott, ein Planet. Oh, ich hoffe, die Gravitation ist darauf nicht so stark. Ich hasse Planeten. Naja. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und Rationen und. Ja, und dann, ne, geht Alisa so gedanklich alles durch, irgendwie, was man, ne, so noch besorgen müsste. Ja, und was treibst du so? Weil du wolltest Aufträge an Land ziehen. Ich werde mich auf die Suche machen nach mehreren Aufträgen. Vielleicht finde ich ja was, was passt. Man kann manchmal auch mehrere gleichzeitig machen. Du kannst gerne dein Kommen offen lassen. Ich meine, klar, wenn ich weiter weg bin, dann kann man nicht mehr weiter quatschen, aber. Du hast die Datenbank, darüber kann man schreiben. Die Datenbank? Das, was ich dir gestern installiert habe. Du hast mir ge was? Die Liste. Ach so. Es nennt sich das Private Eye. Ja, aber du weißt ja, dass über weitere Entfernungen ne, die Kommunikation nicht mehr funktioniert. Aber zumindest hätte ich dann ein wenig Gesellschaft bis zu einem gewissen Punkt. Gut, dann. Dann. Ja, die Ausstattung ist sehr dürftig von Lisa. Ja, ne, dann wird Alisa, wie schon gesagt, Vorkehrungen, ne, machen. Und ne, Brigitte, jetzt ist die Frage: Möchtest du als Blue Skies noch irgendetwas tun, sozusagen, jetzt in dieser Episode? Ich denke mal, da Blue Skies sich dort besser auskennt auf Elysium, hilf ihr nur ein bisschen beim Shoppen. Ah, sehr schön, wunderbar. Unter anderem, weil sie ja doch die Händler ein bisschen besser überzeugen kann. Sehr gut, sehr gut. Ne, weil dann gehen wir nämlich mal auf einen We Supply. Ja. Und dann hatte Norm gesagt, dass es, wenn man im Koop spielt, eine Help Action gibt. Ich habe mir ja zugegebenermaßen das nur nicht so angeguckt, wenn, wenn man Koop spielt. Aid Your Ally. So. Das könnte doch was sein, oder? Ich schau mal gerade. 152. Sojourn, weil ihr in einer Community seid. Ich guck mal gerade, was die. When you spend time recovering within a community. Ich guck mal gleich, was besser passt, ne? Ob Resupply oder Sojourn. So, dann haben wir Aid Your Ally. When you act in direct support of an ally, envision how you aid them. Then secure an advantage or gain ground to take action.
Also in diesem Fall secure an advantage, weil gain ground wird nur genommen, wenn wir im Kampf wären. If you score a hit, they instead of you take the benefits of the move. Ah, okay. Huh. Ja, also wir machen erstmal secure an advantage. So, und das wäre dann... Genau. Ne, du, wie trittst du denn auf, wenn du auf dem Markt mit den Leuten sprichst, um Sachen zu besorgen? Ich würde sagen, am Anfang immer sehr sozial und wenn das nicht hilft, aggressiv. Okay, ne, also wahrscheinlich dann, ja, mit, ne, so du kennst die Leute, ne, also dann mit plus hart, würde ich jetzt erstmal sagen, ne, wie du es ja auch beschrieben hast. Genau, ja, dann brauchen wir 2 W10 bitte. Ja, sehr gut. Damit kann man doch was anfangen. Wupp, wupp. Genau. Jetzt kommt dein Würfelwurf. Moment, nachschauen. Hart 3, Würfelwurf 4, also eine 7. Strong, also heute läuft es ja echt wie geschmiert, ne? Ja. Sind wir nicht gewohnt. Genau. So, das heißt, das ist richtig. Sind wir wirklich nicht gewohnt. So. Ich habe genau. Eine extra Lederjacke dazu geschenkt. Yeah. Okay, dann bekomme ich, also weil ich bekomme ja diesen Bonus dann da drauf, ne? Also ein plus 2 auf mein Momentum. Yes. Wupp, wupp. Und dann bekomme ich eine ein plus 1 auf die nächste Aktion. Und dann wollten wir uns ja anschauen, was jetzt der Unterschied ist, ne, zwischen Sojourn und Resupply. So. When you spend time recovering within a community, roll plus hard. On a strong hit, this is a safe refuge. You and your allies may each choose to recover moves. Das heißt, man könnte sogar 2 halt da noch nehmen. Das ist nicht schlecht. Instead of rolling, assume an automatic strong hit for each. An individual move can be taken more than once. Cool. Okay, ja, nice. Ja, nehmen wir, ne? Okay, dann, ja. Ne, bin ich dran. Also ich habe auch hart plus 3. Und ich schaue aber erstmal, was denn der Chat mir so vorgibt. Huch. Genau, und plus 1 genau, ja. Durch den Strong Hit, genau. So, 9. Okay, 9 und 3. So. Dann ist das eine 4. Plus 4 sind 8. Dann habe ich... Ich könnte natürlich jetzt das Momentum ausgeben. Aber... Ich glaube... Ah, nee, kann ich nicht.
Ah ja, stimmt. Richtig. Ja. Ja, I was a little bit greedy jetzt, ne? Okay, nee, dann würde ich on a weak hit as above, but time is short or resources are strained, you and your allies each make one recover move instead of two, with no more than three moves total among the group. Okay, aber dann würde ich sagen, dass man jetzt hier ne, Supply wieder bekommt und man sollte das ja als Strong Hit werten, aber dann einmal. Ich gucke noch mal gerade, was bei Strong Hit steht. Das ist hier genau plus 2 Supply. Genau. So, dann kommt Supply auf. 4 hoch und dann ist Alisa. Ups. Ja, Sam findet auch übrigens total klasse, wie du das gemacht hast. Ja, und Alisa, ne, hat so die ganze Arme voll und den Rucksack mit unglaublich schwerer Kleidung. Ja, so. Die aber auch recht warm hält. Und natürlich auch vielen anderen Dingen wie Proviant. Ja, so und ja, alles, was quasi dazugehört. Ja. Mensch, und das Ja, war ja. Und das war ja. Eisplaneten können gefährlich sein. Entschuldige. Kein Sorry. Ja, und sogar eine Sauerstoffflasche war noch mit dabei und. Und das alles für einen ziemlich guten Preis. Dankeschön, Aaron. H Bitte. hätte ich ohne dich echt nicht so hingekriegt. Du hast mich ja auch mitgenommen. Ich Ja. möchte mir nicht vorstellen, was mit mir passiert wäre, wenn ich dort geblieben wäre. Ja, du warst wirklich nicht am besten Ort. Selbst auf der Sparrowhawk nicht. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, ne, so, dass ich bin jetzt am Überlegen, weil ich finde ja sozusagen für dieses Journal wäre es ja auch so ein bisschen wichtig, weil ich mache ja immer so gemischt, ne, Solo- und Koop-Modus, ob man dich jetzt nicht auch einfach mal hier mit reinschreibt. Ne, so als Connection und dass auch ne, so Alisa zu Aaron auch immer langsam immer mehr ein Band knüpfen kann. Ne, ich glaube, das ist ganz, ganz legitim irgendwie. Ne? Genau, so, dann haben wir hier Aaron. Blue Skies. So, Location, Elysium wahrscheinlich, ne? Und die Rolle ist Ich finde das so schwierig, immer eine Rolle irgendwie zu teilen. Wobei, wenn oben hier Schiffbauer ist, dann bist du Privatdetektivin. Fertig, ne? Ja. Troubleshooter. Ja. Genau. Wie schwierig ist es denn, mit Aaron ein Bündnis einzugehen? Warte mal, mach's bei mir auf, dann sehe ich es besser. Ich würde sagen, nicht so schwierig. Dass ich selber die Leute ganz leicht abchecken kann. Ja, auch durch die Glowcat natürlich auch, ne? Durch Tycho. Genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Troublesome, ne? Und weil das das Niedrigste ist.
Und dann schauen wir auch noch mal in, ne, Develop a Relationship und gucken, welche Dinge denn hier jetzt zutreffen. Also wir sind auf jeden Fall schon mal. Auf jeden Fall beim Schiff, ja. Ja. Man könnte auch sagen, dass wir vielleicht, ne, bei dieser Entdeckung, weil ich meine, das war ja eine wahnsinnige Entdeckung, dass, also das mit dem Schiff, ja, Yeah, mit, giving them something of worth. ja, und vielleicht sharing a profound moment. Ne? Also wenn der Chat was dagegen hat, weil es vielleicht zu einfach ist oder so, ne, der melde sich, ansonsten schweiget. Genau. Mögen Sie für immer schweigen. Genau. Okay, also bei Troublesome ist es so, dass wenn man ne, dann, also wenn etwas zutrifft, man dann drei Sternchen bekommt und wir haben jetzt drei Punkte bekommen. Ja, das stimmt. Kann ja noch kommen. Ne, Muss ja keine Eile geben. das stimmt, das stimmt. So, ne, das heißt, wir haben dann hier 9 und dann könnte man eigentlich auch direkt, ne, nicht nur die Connection sozusagen haben, sondern direkt einen Bund eingehen. Also forge a bond. So, schauen wir mal. Now, when your relationship with a connection is ready to evolve, roll the challenge dice and compare to your progress. Und ich würde sagen, das machen wir. Ne? Weil ich meine, 9 ist doch super. Ne? Genau. Okay, dann, ne? 2W10 bitte. Und dafür kann ich nämlich 9. Okay, was ist der zweite? 8. Boah. Das ist krass. Also, das ist. Wow. Okay, es ist ein Weak-Hit. Ja. Aber es ist ja interessant. Es kann ja nicht alles klappen heute Abend. Also so. Nonstop. Also, on a weak hit, as above. But they ask something more of you first. To gain the bond and the legacy reward, envision the nature of the request and do it. Or swear an iron vow to see it done. Wie cool. So. Also sprich, du sollst dann einen Also die, du Eid würdest, schwören. ja, du würdest jetzt was fordern von Alisa. Ne, so nach dem Motto, ah, übrigens, ja, bevor du halt so wegfliegst oder na, ja, genau, also Blue Sky braucht irgendwas von Alisa ganz dringend. Irgendwer eine Idee? Ja, mir Ne, fällt jetzt gerade nichts ein. wir können auch noch mal bei dem Orakel ne, eine Beschreibung oder ein Thema zum Beispiel nehmen und dann mal gucken, ob das passt. Ne? So, das wäre jetzt hier. Ups. Theme. Ne, so. Oder. Descriptor. Ich gucke nur mal so gerade so ein bisschen drüber. Fokus. Vielleicht eher Fokus, Ja, ich ne? glaube auch. Ich glaube auch. Ja. Fand ich jetzt auch eher ansprechender, ne? Ja, dann Ja. gu
dann gucken wir doch mal. Ne? Ich meine, ich glaube, man kann sogar Descriptor und dann Fokus zum Beispiel nehmen. Weil dann machen wir das doch mal. Moment, was schreibt Norm? Ja, das kann sein. Ja. Okay, 72 haben wir. Das heißt, hier wäre Peaceful Okay, und und dann 13. Fokus 13, Peaceful Cache. Cache. Ist das nicht so ein Bankfach? Ich schaue noch mal nach, ob vielleicht irgendeine Übersetzung gibt, was mir jetzt nicht einfällt. Zwischenspeicher. Cool. Cool. Friedlicher Zwischenspeicher. Ich nehme dir Sam mit. Nein, nicht nochmal. Ah, ne, kann auch ein Waffenlager sein. Oder ein Versteck. Geheimer Vorrat. Vielleicht. Aaron hat eine vertraute Person an diese Organisation verloren. Auch was Schönes. Vielleicht war sie ja selber auf der Suche nach diesen Menschen. Oder aber Alisa muss noch ein Heist machen, ne? Bevor sie. Die muss auf Elysium noch irgendwas für Blue Skies besorgen. Ja, so, ich meine, das Schiff wird ja eh noch repariert. Zum Beispiel. Da gibt es dieses eine Schließfach. Ne? Ich kann da selbst nicht hin. Man kennt mein Gesicht. Aber du bist ganz frisch hier auf Elysium. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Das kann gut sein, weil mit ihrem Background so dürfte sie sehr weit rumkommen. Und hat sich ja schon einigen ans Bein gepinkelt. Genau. Aber vielleicht zur Erinnerung, jeder Charakter hat bei der Erstellung kriegt dann automatisch einen Background Foe, also einen Schwur, auf den der Charakter dann basiert. Und bei Blue Skies ist es, ich lehne nie eine oder einen Unschuldigen ab, der um Hilfe bittet. Ah. Da könnte schon einiges passiert sein, ja. Definitiv, ne? Okay, also. Ich glaube, was war's? Ein Problem Hintergrund. Ja, wieso nicht? Da Genau. könnte man wirklich sehr oft an irgendwelche Leute geraten, die nicht so Ja, unschuldig sind. definitiv. Das kann ja auch, ich meine, es kann ja auch was anderes sein. Es kann ja auch so etwas sein wie, ja, du, ne, so, ich hatte da hier auf Elysium mal diese eine Wohnung gehabt, ne? Na, mir ist Und, schon was eingefallen. ah ja, Hier war's super, so. super, alles klar, okay. Und zwar, du kriegst eine ganz uralte Visitenkarte von ihr. Bevor du fliegst,
Du weißt doch, ich brauche eine neue Lederjacke. Könntest du sie für mich abholen? Sicher, kein Problem. Hast du jetzt einen Auftrag und musst weg? Noch nicht, ich muss vorher noch ein paar Leute treffen. Vielleicht finde ich da noch was. In Ordnung. Dann, ja. Und sie nimmt die Visitenkarte. Kein Problem. Ich melde mich, wenn ich es hab. Gut. Alles klar. Ja, und dann ist es so, wir haben ja aber trotzdem, ne, weil man soll es ja ne, hier to gain the bond and the legacy reward envision the nature of the request, ne, haben wir jetzt auch gemacht. Und man bekommt aber das wie hier oben, also das heißt, ich bekomme jetzt auf meinem Legacy-Track, ne, so eine Belohnung bei dem Bond. Und da das ja troublesome war, bekomme ich einen Tick. So, und das ist jetzt hier oben. Ne, da habe ich jetzt hier bei der, also bei den Bonds, habe ich ja schon mal einen Tick bekommen. Das heißt, es kommt jetzt noch eins dazu, also noch ein Strich dazu. Und deswegen wird aus diesem einen Strich jetzt zwei Striche und ich symbolisiere das einfach mit dem Kreuz. Ne? Und wenn jetzt noch zwei Striche dazu kämen, dann würde das zu einem Sternchen werden. Und erst dann kann ich mir die Belohnung abholen, nämlich hier, ne, so die Erfahrungspunkte nehmen, mit denen ich dann wiederum, ne, so auf den Asset-Karten neue Punkte markieren kann oder mir neue Fähigkeiten aussuchen kann. Und so kann man dann dementsprechend seinen Charakter steigern. Genau. Okay, ja, dann bis bald, ne? Bis bald. Und sie bringt ihn nur zum Schiff, damit du alles abladen kannst und verschwindet dann in der Menge. Alles klar. Ja, und auch an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir für heute Abend nämlich Schluss. Und dann haben wir noch so einen, beim nächsten Mal eine kleine Zwischenquest sozusagen. Also wer weiß, was passiert. Ja, so. Und ob es Lederjacken gibt. Ja, genau, ne? So, ob Alisa wirklich eine Lederjacke abholt. Mal gucken. Ne? So, bevor es dann letztlich dann auf den Eisplaneten geht. Ja, es hat mir, ne, liebe Brigitte, es war wieder richtig, richtig schön, dass du da gewesen bist. Auch diese, ich zeige sie nochmal, also für vielleicht diejenigen, die ein bisschen später drin waren, ne, super, super toll, hast du bestimmt selbst wieder ge gestaltet, ne? Also diese Symbole dieser geheimen Organisation und dieser anderen Organisation, also ganz, ganz toll. Und ja, und dass du mich auch so gefüttert hast mit, ne, so mit Informationen. Und natürlich auch ganz lieben Dank an den Chat, auch hier. Mega Infos wiedergekommen, ne, so mega schöne. Heute mal nicht so viel Drama, war aber auch vollkommen in Ordnung. Und ja, ich hoffe, euch hat es ebenfalls Spaß gemacht, ne, und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Wenn ihr nichts verpassen möchtet, die nächsten Termine, die findet ihr immer bei uns im Eventplaner bei unserem Discord. Ja, also hüpft einfach in unseren Discord rein. Wir haben gerne Leute da zum Plaudern. Und natürlich auch hier bei Twitch oben im Banner werde ich dann den nächsten Termin bekannt geben. So, euch noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Macht es gut. Bis bald. Ciao, ciao.